Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie wichtig die Jagd für unsere Vorfahren war, beweisen Ausgrabungen und Fundstücke aus der Vergangenheit. Mit Ausdauer, Geschick und Mut haben damalige Höhlenmenschen die wilden Tiere verfolgt und mit allerhand Werkzeugen aus Knochen oder Steinspitzen erlegt. Später ist dann die Jagd eher ein Privileg vom Adel und anderen Herrschaften geworden. Und heute sorgen strenge Reglemente für den Schutz vom Wild und auch das Wildere wird streng bestraft. Trotzdem müssen auch wir gewöhnlich Sterblichen nicht auf den Genuss von Wild verzichten. Dank der modernen Kühl- und Tiefkühltechnik ist es das ganze Jahr durch verfügbar und wird aus Übersee, aber auch aus osteuropäischen Ländern in die Schweiz importiert. Besonders aktuell ist das Wild natürlich jetzt im Herbst. Im Selbstbedienungsteil von unseren Metzgereiabteilungen ist es darum entsprechend gut vertreten. Neben Reh- und Hirschschnitzel findet man auch Hirschentrecote, Reh- und Hirschgeschnetzeltes, Pfeffer, Wildsauschinken und weitere abpackte Spezialitäten für köstliche Wildgerichte. Noch einfacher ist die Zubereitung der gekochten Pfeffer und der passenden Beilagen wie frisches Rotkraut und frische Maroni, die Ihnen unsere Drehtürabteilungen offerieren. Armin, was fällt Ihnen ein beim Stichwort Wild? Der Herbst ist für mich die kreativste Jahreszeit und verleitet mich immer wieder, etwas Neues auf den Teller zu zaubern. Eine besondere Herausforderung ist Wild und das Verarbeiten von nicht alltäglichen Produkten zu anspruchsvollen Gerichten. Grüezi miteinander. Und das Rezept von heute? Ein Hirschantengott mit Eierschwämmli Kräuterkruste. Ankerl aufschäumen und eine gehackte Schalotte drin andünsten. Pilz dazugeben und ganz kurz mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen und gehackte Kerbel, Rosmarin und Thymian drunter ziehen. Das Hirschantengott würzen und Senja braten. Dann rausnehmen und kurz ruhen. Das Fett abgießen und den Brotensatz für die Soße verwenden. Das Fleisch mit der Pilzmasse bestreichen. Fein geriebenes Weissbrot locker drüber streuen und ein paar Butterflöckchen draufsetzen. Dann das Ganze im 250 Grad vorgeheizten Ofen ca. 5 Minuten goldbraun überbacken. In den letzten 30 Jahren hat sich Davidoff Swiss Indoors zu einem der bedeutendsten Hallentennisturniere der Welt entwickelt. Wir gratulieren und kommen heute zum Ergebnis der Wahl zum Tennis Player of the History. Sie haben entschieden und aus 12 der grössten Tenniscracks den Boris Becker gewählt. Er wird am nächsten Sonntag vor dem Finale der Davidoff Swiss Indoors unserem Gewinner vom Hauptpreis den Schlüssel zu seinem Mercedes übergeben. Wer an der vierten Runde mitgemacht hat, kann auch heute nochmal 2 von 800 Eintrittskarten gewinnen, die insgesamt verlost werden. Das Mal offeriert von WC Ente Deo Gel Fruity Green, Bon Maman Aprikosen-Gonfitüre, Palmolive Flüssigseife, Fa Douche Gel Aqua und Emi 4 Plus Joghurt Besh Melba. Und damit zum grossen Jubiläumstreffer, ein Mercedes-Benz Sport 180 im Wert von über 50'000 Franken. Ich bin gespannt, wer das Glück hat und sich als Gewinner vom Jubiläumstreffer in der St. Jakobshalle zu Basel feiern lassen kann. Unsere beiden Junioren haben die Karten schon fleissig gemischt. Gerade ist es soweit. Die glückliche Gewinnerin heisst Isabelle Fluckiger aus Yverdon. Herzliche Gratulation. Game, set and match. Ihre Mercedes C180 Sport dürfen Sie also wie gesagt am nächsten Sonntag am Finale der Davidoff Swiss Indoors aus der Hand von Boris Becker in Empfang nehmen. Bestimmt ein besonderes Vergnügen. Vorher geht es jetzt aber noch weiter mit dem zweiten Teil von unserem Rezept. Bitte Armin. Auch wir in der Küche kommen zum Finale, das heisst zur Soße. Den Brotensatz mit Portwein und Madeira ablöschen und einkochen. Braune Soße dazugeben und einköcheln, bis sie angenehm bindet. Kalten Anken einrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Durch einen Sieb passieren und mit etwas Cognac parfümieren. Das Rezept für das Hirschantengott mit Eierschwämmli Kräuterkruste finden Sie ausnahmsweise nicht in der Coop-Zeitung, sondern auf einem Flugblatt bei Ihrem Coop-Metzger. Ich wünsche euch jetzt schon viel Erfolg beim Ausprobieren. Danke, Armin. Am Montag haben bei Coop verschiedene Brote abgeschlagen. Mit dem willkommenen Preisabschlag sorgen wir dafür, dass auch wichtige Grundnahrungsmittel, die man jeden Tag braucht, günstiger werden.
Unsere Bäcke treten auch heute wieder wie gewohnt zur Nachtschicht an, damit sie morgen Morgen, wenn sie posten gehen, ihr Brot bis zu 16% günstiger kaufen können. Beim Rauchbrot macht das pro Kilo 25 Rappen aus. Und auch das Halbweissbrot kostet pro Kilo 25 Rappen weniger. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen.